Hallo, meine lieben Freunde, ich grüße euch hier aus Venezuela. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal nach Venezuela komme, weil man hört ja so sehr vieles, wie gefährlich es hier in Venezuela ist. Und ja, ich wurde aber eingeladen, hierher zu kommen, und ich bin wirklich unglaublich dankbar für diese Einladung und dass ich der auch nachgekommen bin. Denn ich bin jetzt hier gerade in einem Ort, wie ihr ein bisschen sehen könnt, mit unglaublicher Natur, ein super, super friedlicher Ort, ein Projekt, das heißt Terra Nova, ein Nachhaltigkeitsprojekt mit nachhaltigem Tourismus, mit recycelten Möbeln oder Secondhand, mit mehr und mehr eigenem Anbau. Es gibt hier Kühe für Milch, es gibt einen Teil für Wiederaufforstung, also genau das, was mir halt unglaublich Freude macht. Und mir hat das wieder gezeigt, manchmal hören wir Dinge oder wird uns etwas mitgeteilt, aber wenn man die Möglichkeit hat und wenn man es sich zutraut und wenn natürlich die Rahmenbedingungen soweit auch stimmen. Ich bin immer unter einem geschützten Rahmen auch hierher gereist, fühle mich aber total sicher und bin wirklich, wirklich begeistert, was es für unglaublich abgefahren, coole Alternativen hier gibt, was es für Projekte gibt. Ich habe eine Kletterhalle oder eine Boulderhalle besser gesagt kennenlernen dürfen, wo sich einfach zwei Jungs zusammengetan haben und 1,5 Jahre mit den eigenen Händen diese Boulderhalle gebaut haben und diese seit einigen Wochen eröffnet. Und das ist so toll zu beobachten, was die Menschen für eine Visionsfähigkeit haben, aber eben auch die Fähigkeit, etwas wirklich in die Welt zu bringen. Und deswegen finde ich das richtig, richtig schön, dass ich diese Möglichkeit habe, hier auch beizutragen, wie jetzt auch hier in Terra Nova, wo ich quasi als holistische Projektbegleitung unterstütze, dass das Ganze weiter wachsen kann und wirklich auf gesunde Beine kommt. Und ja, es ist immer wieder ein Zeichen im Leben. Es gibt so viel Wundervolles, wenn man sich traut, sich führen zu lassen. Das ist manchmal ein Prozess, der ist gar nicht so einfach. Der Kopf spielt natürlich immer wieder mit. Aber das ist wirklich so eine der Quintessenzen in jetzt weit über 2 Jahren, die ich durch Südamerika reisen durfte. Wenn man sich dem anvertraut, den Zeichen zu folgen und die Möglichkeiten, die sich einem bieten, auch wirklich aus dem Herzen gespürt, dann eben anzunehmen und dem nachzugehen, können sich absolute Wunder kreieren. Und ja, wie ihr hier sehen könnt, wir sind hier direkt an einem Nationalpark, es gibt hier unzählige Vögelarten, es gibt Papageien, es gibt Brüllaffen, es gibt, wenn man hier runterläuft, diesen Weg, das sind ungefähr 50 Minuten durch quasi Regenwald, einfach nur abgefahren. Und ja, so kann das Leben spielen und so kann man an Orte kommen, wo man nie gedacht hätte, weil sie aus dem Verstand heraus nicht logisch, nicht möglich, nicht sicher, nicht gut, nicht sinnvoll sind. Also manchmal wirklich den Verstand in die Ecke stellen, dem Herzen folgen und genießen. Das ist meine Botschaft für euch und ich sende euch die liebsten Herzensgrüße aus dem Staat Táchira oder aus 2 Staaten, denn hier sind wir in Táchira und in Mérida. Und ja, ganz viel Liebe, ganz viel Kraft, ganz viel Freude, ganz viel Visionsfähigkeit und ganz viel Genießen für euch.